Podcast Roleplay werde ich zu Wednesday. Wenn ihr neu hier seid und es noch nicht gemacht habt, dann abonniert sehr gerne den Kanal und drückt die kleine Glocke, dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos mehr. Und dann let's go! So, wie ihr wisst, ist heute die Notenbesprechung. Eure mündlichen Noten zählen wie immer 50%. Die anderen 50 kommen durch die Arbeit nächste Woche. Oh mein Gott, ich hasse Mathe. Ich krieg schon wieder eine ganz schlechte Note. Was ist mit dir? Weißt du schon, was du kriegst? Ich sag dir, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Jedes Jahr. Egal, was ich mache, ich kann mich noch so viel melden. Jedes Jahr kriege ich mündlich meine 4. Und dann sitze ich bestenfalls mit einer 3 auf dem Zeugnis da. Ich weiß, jedes Jahr kriegen wir nur schlechte Noten. Oh Gott, meine Mutter wird sowas von stinkig sein mit mir wieder. Dann heißt es wieder, Ronja, warum meldest du dich nicht? Ronja, mach doch mal mit im Unterricht, pipapo. Naja, gut. Oh Gott, ich glaube, ich bin gleich dran. Unsere Namen müssten bald aufgerufen werden, oder? So, Ronja, du bist dran. Okay, Lina, wünsch mir Glück. Na dann, viel Glück. Kommst du bitte vor? Ja, ich komme ja schon. Okay, und wie sieht's aus dieses Jahr, Frau Lehrerin? Was kriege ich? Du beteiligst dich zu wenig im Unterricht. Schon wieder? Ich habe mich doch gestern erst gemeldet. Und letztes Mal, als wir die Hausaufgaben vorlesen sollten, habe ich die Aufgabe 3a vorgelesen. Erinnern Sie sich nicht? Ich kann dir nur eine 4+ geben. Eine 4+? Das ist so schlecht. Vielleicht eine 3-. Eine 3- ist doch noch drin, oder? Du meldest dich zu wenig im Unterricht. Wie gesagt, ich habe dir die 4 eingetragen. Ach, na schön, aber nächstes Jahr kriege ich eine 3. Kannst du bitte Lina vorschicken? Na schön, Lina, du bist dran. Ich hoffe, du kriegst was Besseres als ich. Ich habe schon wieder eine 4+ bekommen. Komm, Lina, lass uns einen Milchshake holen, okay? Oh, was hast du eigentlich gekriegt? Eine 5-. Oh, du Arme. Okay, dann lass uns 2 Milchshakes holen, dann geht's uns danach sicher wieder besser. Hallo, ich hätte gerne, was hättest du gerne? Ich hätte gerne einen Erdbeermilchshake, bitte. Ein Erdbeermilchshake, sehr gerne. Das macht 5 Euro. Oh, ich glaube, ich habe mein Geld zu Hause vergessen. Lina, hast du mein Geld in der Klasse gesehen? Oh Mist, gibt's irgendwie einen Weg, dass ich morgen bezahlen kann? Wir sind in der Schule direkt nebenan. Ich hätte wirklich gerne einen Shake. Tja. Ohne Geld kein Milchshake. Oh Mann, das ist der absolut schlimmste Tag aller Zeiten. Erst kriege ich eine 4 in Mathe, dann will ich mir einen Milchshake holen, dann kriege ich nicht mal einen Milchshake, weil ich mein blödes Geld zu Hause vergessen habe. Kann es noch schlimmer werden? Gibt es nichts, was wir da machen können? Irgendwas? Ich kann wirklich, ich kann nach Hause gehen morgen und das Geld dann vorbeibringen. Ich glaube, ich hätte da was für dich. Oh mein Gott, wirklich? Was denn? Eine Eigenkreation von mir. Das klingt okay. Ich meine, wie schlecht kann es sein? Komm, ja, einmal Eigenkreation bitte. Und dann muss ich nichts bezahlen? Nein, den gibt's gratis. Oh cool, danke. Okay, Lina, was möchtest du? Ich möchte keinen, danke. Boah, bist du sicher? Oh, der ist echt lecker. Noch nie habe ich so einen guten Milchshake getrunken. Was für ein anstrengender Tag gestern, aber immerhin habe ich gut geschlafen. Irgendwas fühlt sich komisch an. Irgendwas ist nicht richtig. Naja gut, ich gehe mal meine Zähne putzen. Das muss ich auf jeden Fall machen, sonst schimpft mich meine Mom wieder. Ha? Warte mal. Ich bin nicht Ronja. Wieso habe ich schwarze Haare? Wieso sehe ich so anders aus? Da stimmt was nicht. Huch, Ronja, alles okay bei dir? Ja, alles ist gut. Nanu? Wer bist du denn? Oh, stimmt, sie erkennt mich ja gar nicht. Ich sehe ja nicht mehr aus wie ich. Alles gut, Ronjas Mutter. Ich bin eine Freundin aus der Schule. Wir hatten uns nur eigentlich verabredet, dass ich sie von der Schule abholen soll. Aber sie ist wohl schon da, dann mache ich mich auch mal auf den Weg. Ach so, ja dann viel Spaß in der Schule, ihr zwei. Danke, bis heute Abend. Oder, Entschuldigung, ihre Tochter sehen sie dann heute Abend. Ciao, ciao. Oh Gott, ich hoffe, Lina findet irgendwie einen Weg, das hier rückgängig zu machen oder weiß irgendwie, was mit mir passiert ist. Lina? Oh mein Gott, wer bist du denn? Ich bin's, Ronja. Du siehst aber anders aus als Ronja. Ich schwör's dir, ich bin heute Morgen so aufgewacht. Keine Ahnung, was hier los ist. Weißt du, wer ich bin? Na klar, du bist Wednesday. Okay, super. Und jetzt? Oh, wie cool. Jetzt können wir uns bei der Mathelehrerin rächen. Oh mein Gott, irgendwas fühlt sich komisch an. Warte, was ist das? Das war's, Lina. Ich verweise dich von der Schule. Nein, bitte nicht. Oh mein Gott, das ist das Schlimmste. Ich kann jetzt überhaupt nicht mal mehr nach Hause, weil ich ja, keine Ahnung, nicht mehr aussehe wie Ronja. Ruf doch deine Mama an und sag, du schläfst bei mir. Oh, ja, das ist eine gute Idee. Warte, dann mache ich das kurz. Hallo, Mama. Wäre es okay, wenn ich heute Abend bei einer Freundin schlafe? Cool, danke, dann bis morgen. Ciao. Okay, gut. Immerhin, das hat geklappt. Aber ich muss mich doch irgendwie zurückverwandeln. Ich kann ja nicht ewig hier wohnen. Okay, jetzt wo das geklärt ist, wie rächen wir uns? Zünden wir ihr Auto an? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Lass uns erstmal drum kümmern, wie ich mich zurückverwandeln kann. Ich habe das Gefühl, das ist gerade einfach das größere Thema. Ich muss ja irgendwie wieder nach Hause können. Ich kann ja nicht für immer hier bleiben. Na gut. Oh, wollen wir uns Milchshakes holen? Oh, ja, unbedingt. Ich habe sogar Geld dabei diesmal. Das heißt, ich kann mir endlich meinen Erdbeermilchshake kaufen. Los, let's go. Hallo,
Hallo, da sind wir wieder. Diesmal hätte ich gerne wirklich einen Erdbeermilchshake. Es hat funktioniert. Perfekt. Moment mal. Es hat funktioniert? Warte mal. Lina, du warst doch auch dabei. Denkst du, in dem Shake war irgendwas Komisches? Oh mein Gott, denkst du, ich habe mich deswegen verwandelt? Oh, du denkst doch nicht, dass es vielleicht daran lag. Naja, es macht Sinn, oder? Ich habe den Shake getrunken, du nicht. Du bist noch normal. Ich habe mich verwandelt. Und jetzt sagt der komische Verkäufer hier, es hat funktioniert? Es kommt mir alles sehr verdächtig vor. Hey du, verwandel mich gefälligst sofort zurück, okay? Gib mir einen Rücktausch-Shake oder sowas. Ich kann nicht so bleiben. Okay, okay, okay. Ich mache dir einen Shake, der dich wieder normal macht. Aber dazu brauche ich eine Tüte Chips. Und ich muss während der Arbeit da bleiben. Ich hoffe für dich, dass sie sich wieder zurück verwandelt. Sonst kommen wir hier nie wieder her. Okay, komm, dann lass uns eine Packung Chips kaufen. Okay, wir sind hier. Chips, 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 hat er gesagt. Denkst du, normale Doritos gehen? Ja, denk mal schon. Okay, perfekt. Dann einmal die Chips hier bitte. Dann einmal 2,99 bitte. Ja, hier, bitteschön. Okay, passt das alles? Sehr gut. Danke, auf Wiedersehen. Okay, dann lass uns schnell meinen Rückverwandlungsshake machen lassen und dann kann ich endlich wieder Ronja sein. Ich fühle mich die ganze Zeit einfach nicht wie ich selber. Das ist nicht schön. Okay, let's go. So, bitteschön, hier sind deine Chips. Wild, ich habe das gar nicht gemerkt, dass in dem Originalshake Chips drin waren. Ich meine, machst du die jetzt wieder rein? Quatsch, ich mache doch keine Chips da rein. Aber wir haben doch gerade extra Chips gekauft. Wofür denn? Das waren 3 Euro, die kriege ich so nicht wieder. Die sind für mich. Habe ich jetzt wenigstens einen Zurückverwandlungsdrink? Bitte, ich will nicht mehr Wednesday sein. Hier bitte, einmal austrinken. Oh mein Gott, Lina, ich hoffe, es funktioniert. Oh, drück mir die Daumen. Oh, das ist mir so viel wichtiger als die blöde Mathe-Note. Ich will einfach nur wieder meinen normalen Körper haben. Wahrscheinlich muss ich wieder über Nacht warten, oder? Ah, stimmt, ich kann ja heute eh bei dir schlafen, zum Glück. Oh mein Gott, ich fühle mich wieder normal. Lina, sehe ich wieder normal aus? Sag mir die Wahrheit, sag mir die Wahrheit. Oh mein Gott, ist das ein gutes Oh mein Gott oder ist das ein Oh mein Gott, du bist immer noch Wednesday, oh mein Gott. Ronja, es hat geklappt. Oh yeah, okay, ich bin wieder ich selber. Ich kann wieder in mein eigenes Haus, ich kann wieder in meinem eigenen Bett schlafen. Oh, ich hätte viel länger Wednesday bleiben sollen, dann hätte ich die Schule schwänzen können. Ich Dummy. Oh Mann, jetzt konnten wir uns gar nicht an der Lehrerin rächen. Oh, weißt du was? Was das angeht, habe ich so ein Gefühl, dass es besser ist. Na ja, gut, dann lass uns mal in die Schule gehen. Aber keine Milkshakes mehr für die nächste Zeit. Okay, so, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir unbedingt einen Daumen hoch da. Und schaut als nächstes dieses Video, wo ich Leben tausche mit einer Meerjungfrau. Macht's gut, tschüss!